So, Hauptkreisberg geht's los. Gerade komme ich von Himpamp und wollen mal sehen, was das für eine Tour gibt. Heute Erntedankfest, Kartoffelfest hier in Segeberg mit offenen Ladenzeiten, also offener Sonntag heute, ja? So einen komischen, einfachen Himmel. Und besser in die Mauer gucken nur. Grünwert Hanse. Oh, wer ist das denn? Grünpflege mit das Ding. Machen wir mal ein bisschen Werbung, ne? Hallo? Oh Leute, Hack! Sucht ihr nicht noch eine Alternativbehausung? Hier ist vielleicht was. Das sieht so ein bisschen leer aus. Berghalle ist glaube ich auch zu verkaufen. Ladies night! Und hier, ach so, ja, der Keks. Das ist ein so, Eingang Fußgängerzone. Einmal Victor Böhm. Ne? Oh, Schnittgalerie, das schon. Goldankauf. Meine Bank, Allianz. Na gut. Info, ja, die alte Stadtbibliothek, ne? Radio Segeberg gibt es ja leider nicht mehr da. Aber der Thorsten Kark hat da, glaube ich, was in Wahlstedt ein bisschen neu organisiert. Ami Verkauf, der war mal ein guter Second-Hand-Handyladen, ne? So, die Reste des heutigen Tages des Kartoffelfestes. Boah, die Ringmöglichkeiten am Gummiband für Kinder. Alter Adler. C&A, feines Gebäude. Vodafone. Oh, da war ein schöner Adler. Und die Volksbank. Ganz nettes Gebäude da oben. Na, der hat aber schon Flügel weg hier. Brunn hier am Markt. Hühnchenbäckerei. Wusstet ihr übrigens? In der Lübecker Straße da. Neben dem. Ja, was ist das denn da? Na, beim alten Höhenkrug halt. Da können wir schon 5.30 Uhr los. Jo, immer zu hier. Oh, das ist fein. Fahrrad kann ich ja nicht so gut steuern hier. Raus und aller Tage. Wer? Ja, eigentlich ganz nettes Schild hier, ne? So, Haus des Handwerks. Und das ist doch was Feines zum Essen. Essen gehen wir hier natürlich, ne? Wieder ein Brunnen hier.
Und noch ein Adler. Oh, 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 nun muss ich mal ringen hier. Die ganzen Holzschnipsel hier in meinem Weg. Und die Ampel ist noch rot hier. Da ist denn das Kartoffelfest vor der Tür. Ne? Joa. Sägeberger Zeitung. Noctalis. Hier findet man fast alles. Umleitung haben sie da extra gemacht. Und nun ab zum Kreishaus. Hey ihr, für den Wart, ich bin auf dem Weg, dass wir so ein paar Lüft besuchen. Ich habe gerade vor kurzem erst die Landrätin besucht. Ne? So, gerade verrückt. Wo ist das Fürstin? Und rechts über das alte Gericht, ne? Hier wird News. Kanzlei am Rand Landratspark, ja, und Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Hatten die früher mal da hinten, wisst ihr noch? So, oh mein Gott, ich bin da vorne. Feine Sachen noch, was man kann drauf machen. Das Amt traf dann jetzt verrückt. Amt traf dann, furchtbar, das hat mich angemeldet. Himpam, Himpam sag ich nur. Oh, da muss man auch mal rüber gucken. Rüber kicken, ne? Einmal das Zusatzgebäude vom Möbelkraft gleich sichtbar. Moment, muss ich mal rumfahren. Da hinten, ne? Und was sehen wir da? Nette Feuerwehrsachen. Ne? So, aber hier ist mir zu viel Lärm, ne? Damit wir mal wo anderen Lenk fahren. Habt ihr auch zu husen, da mit dem Kran oben drauf. Oh, ein bisschen langweilig jetzt, ne? Aber ach ja, gegenüber am Landratspark, das ist ja noch ein ganz besonderes Stück. Sollte ja mal auf dem Markt, nee, auf dem Rathausplatz aufgebaut werden. Auch waren die Leute sicher zu fein hier, die Sägeberger. Na, mal kicken, was das geht. Oh, feiner Park. Und da ist es das schöne Stück. War zu sehr nach dem Bimmel hier, ne? Auch zu sehen. Ein schönes Teil, Kunstwerk von dem Siebenröck. Künstler Steinhauer. Und links, da ging ich auch mal zur Schule. Da kann ich ein bisschen sichtbar, nur irgendwie das städtische Gymnasium. Gefiel mir aber gar nicht. Bin dann rüber zur Realschule am Seminarweg. Bergstraße, was Feines hier in Bad Segeberg. Gebäude hinten zwischen den Bäumen, aber erstmal rechts hier, da hinten irgendwo von wo mein Vermieter. Der Vermieter von meiner zweiten Wohnung war am Kurpark 2. So, mal weiter kicken. Nee, mehr als Garage. Das war eine LKW-Reparaturhalle mit unten tiefer Grube von Kramer, Möbeltransporte Kramer, aber der lief ja lang schon nicht mehr. Mit der
Programmer, der Späteren. Mit der hatte ich einen Vertrag. Und sie hielt das ja auch nicht so mit Verträgen, ne? Das war doch egal, was sie versprochen hat, habe ich nie bekommen. Anderthalb Jahre drin noch. Ich wollte ein neues Dach rückmachen. Aber wie? Nö. Im Winter kommt mir der Schnee da rein, stöf. All meine Sachen nass. Meine zweite Etage, mein Büro. Auch die Computer kaputt. Nee, das ist nichts für mich. Da hinten, oh, dazwischen war das. So, sind wir Lindenstraße. Oh, klasse. Kaiserpalast. Ab und zu gehe ich mal da essen. Nicht schlecht für billig Geld. So. Oh, oh, da kommt ein alter Konkurrent von mir. Nee, Konkurrent ist auch das falsche Wort. Kontrahent, ne? Da den Langhals. Kurhausstraße 39 war das mal. Und da der nächste Kicker. Kurhausstraße 51. Mit dem Rudi Rolf aus Stipshaus in die Wohnung. Ja, ganz viel Geschichten noch zu erzählen hierüber. Wird wohl noch eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Horn darüber. Oh, 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 Hotel Residence. Da werde ich auch mal übernachten tun. So, das Schwesternheim hier. Ja, und ehrlich gesagt, viele mosern ja über die Frau Borchert und was sie alles so veranstaltet hier. Ich finde das gar nicht schlecht. So, seht mal an, wie das Krankenhaus jetzt aussieht, das Allgemeine. Heißt zwar jetzt ein bisschen anders. War ein feiner Eingang. Ambulantes Versorgungszentrum heißt es jetzt. Schön nette rote Blätter. Hier zum Herbst. Versorgungszentrum nochmal. Nett, muss ich sagen. Ich war schon drin und das sieht fein aus. Ach so, ja, probiert habe ich das auch schon. Vor ein paar Wochen war ich ja da wegen meinem Magen. Entzündet war das. Bin aber nach ein paar Tagen habe ich mich selbst entlassen, nachdem ich ein paar gute Fotos gemacht habe, ne? Vom See hin. So schön. Übernachtung mit Seeblick voraus. So, und hier die ganz neue Segeberger Klinikengruppe. Aber das Neue daran ist, das riesige Komplex für psychosomatische Medizin. Sekretärin Neukauf hat mich ja ewig hingehalten damit. Ich will noch sehen, was sie davon hat. Und die Ärzte nur. Gibt mir doch so ein komisches Stück Papier in die Hand. Richtig schiedig ist das Wesen. Wollte mir das manchmal nicht mal reinlegen. Meint, das ist nur für Fachpersonal. Da auch der Arbeitsplatz. Nicht ganz billig, aber ganz nett. Und Seehotel, das gefällt mir immer gut. Ja, Leute, da oben irgendwo, dazwischen, da habe ich meine Zweitwohnung. Und dann gehe ich hier ab und zu mal hin, ne? Vitalia, die haben ganz nette Veranstaltungen, so meist in den Abendstunden oder am Wochenende. Frische Kapelle oder Vorlesungen. Nett, nett. Wie gesagt, auf die Porsche lasse ich nichts kommen. Oh, was ist fein hier. Hier, seht mal an. Ein alter Sensenmann. Oh. Ja, na gut, aber lassen wir den mal. Hat mir erst einer angedroht hier. Er wollte mir den Kopf abschlagen. Der hätte mir mal in Kolumbien begegnen sollen. Da wäre ihm wohl eher passiert. So frech wie der war. Hat mir obendrein auf das Motorrad geglaubt, ne? Ich wollte mich verköbeln in der Nacht mit drei anderen Lügen. Großen Schäferhund. Oder Schäferhund, der hat nichts getan. Der hat gleich gemerkt, dass der richtig war. So, guck mal, der Kerl. Das ist der Leerort. Damit zum nächsten Jahr.
Herzklinik. So, da drüben, oh, waren wir mitten in der Nacht. Und ganz verstärkt, da muss ich euch auch noch viel später mal was zu erzählen, da hinten. Da Jean-Lebowski-Weg, das neue jüdische Zentrum hier in Schleswig-Holstein, in Bad Segeberg, mit dem Friedhof gegenüber. Oh, eins der feinsten Häuser in Segeberg. Das gefällt mir. Das ist mein feinstes in Bad Segeberg, derzeitig. Neben dem damaligen Hexenhäuschen, was noch gab da unten in der Dorfstraße. Kleines Dorf. So, Pension Parkblick. Für die Leute, die das im Alter ein bisschen schön haben wollen. Und eine richtig tolle Villa. Wollte Eigentümer mal für 800.000 verkaufen. Mehr als 2.000 Quadratmeter Grundstück. Aber viel dran zu machen, liebe Sachen. Per Schätzung war das mal um die 150.000 nur das Haus alleine wert. Oder Grundstück, naja. Muss man wissen, wie viel man dafür ausgibt, ne? Jetzt hat das ein Freund von meinem Schulkamerad gekauft. Der macht das ordentlich. Hat auch die Brauerei am Kalkberg gekauft. So, und jetzt, oh ja, hier nochmal fein. Ja, fein gewesen, sagt man eher, ne? Was die jetzt rausgemacht haben, das ist ja wohl schick. Das Einzige, was übrig ist und schön, ist die neue Anmalung da und das Schild Eutiner Straße 7. Das mache ich Leuten, ja. Aber sonst den komischen Eingang da in Glas und Halogenbeleuchtung abends. Terrasse, nicht mal ein Geländer. Der Rasen völlig, wie soll man sagen, ja, desolat, isoliert oder wie sagt man das, steril. Steril ist das richtige Wort, ne? Da, an der Stelle stand mal ein richtig großer, fetter Buchenbaum mit dicken Blättern, roten, dunkelroten Blättern, das könnt ihr euch kaum noch vorstellen. Da oben, 1902, falls man das hier noch lesen kann. Hier sind meine Eltern und wir hergezogen in das Hochparterre, muss man sagen, ne? Komplett. Da drüber wohnten zwei alte Damen in den zwei Stockwerken. Die eine war sogar Eigentümerin, aber gar nicht nett zu Kindern. Die andere dagegen sehr. Frau Bornemann hieß die nette Dame. So, da hinten war auch irgendwo mal ein Spielkasten, ne? Aber alles genug jetzt. Wir wollen mal weiterfahren nach Klein-Renau, ne? So, war auch noch ein nettes Häuschen. Ja, ja, neuer Chinamann, neu nicht, aber auch lecker. Und man wird sehr gut bedient, ne? Dann hier die Bismarckallee. Da wohnte mal die Frau Dr. Lotte Bregers. Das war mal meine Mathematiklehrerin am städtischen Gymnasium. Denn Tochter, das ist ja die Gebsen, ne? Die Bischöfin, die jetzt so viel Ärger hat da. Wegen den Leuten wieder, naja, lasse ich mich im Moment nicht weiter aus. Heustübel ganz nett. Andere dann, naja, auch mal ein bisschen, ne? Oh. So, von der ATP, ambulante und teilstationäre Psychiatrie. Habe ich auch mal drin gewohnt, da oben, im ersten Stock. Das war 2003. Hier direkt neben dem Landesturnierplatz fliegend, hatte ich auch glatt angemietet, so ein bisschen was für eine Veranstaltung. Ach ja, war als Bauernmarkt, in Gedenken an den Baldur Springmann, der verstorben war. Ja, und da oben raus, ganz oben, kann man sehen, da irgendwie was, naja, zumindest aus den Fenstern da, Fenstern, rechtes Fenster hatte ich mal gewohnt, da einen dicken großen Lautsprecher heraus und links Duschbad da, auch einen großen Lautsprecher heraus und dann habe ich den Landesturnierplatz beschallt hier mit einer Anlage, selbst gebaut, 5000 D-Mark damals, nur an Material, ja, Electro Voice Sentry 3 Nachbau, falls irgendjemand das sagt. Am Mittelhochtonbereich ersetzt durch GBL 1200 Mark, nur allein der Treiber 400 Mark, die
na, wie heißt das, Pondy Tütendorf. So, ja, und wird mir das auch noch geklaut irgendwann, ne? Aber dazu anderen. Ach so, ja, die Anlage. Rungtel B830, oder ich glaube B830 war das. Von mir modifiziert so ein bisschen. Die Operationsverstärker musste ich dann ein bisschen überbrücken mit dem Widerstand, damit die Verstärkung nicht so dolle war. Die Lautsprecher konnten nämlich nur 50 Watt ab, die Bässe. Ja. Bei 0,01 Watt hatte ich mal locker 100 und ein paar zerquetschte Dezibel. Das war schon ordentlich. Zimmerlautstärke, Entschuldigung, bei 1 Watt. Zimmerlautstärke bei 0,01 Watt. Das waren wenigstens effiziente Lautsprecher. Nicht, was die anderen da in den Autos verbaut haben, ein paar hundert Watt. Und dann wummert das doch nur. Ja, die ganzen Einkaufsketten hier. So. Formula, früher Magnet und so. Expert und Megalon. All die kennen wir hinter uns schon. So, so geht das ab. Ah ja, hier auch noch nett. Eine Kleinkartenmelodie. Die existiert vielleicht noch, was heißt vielleicht, die existiert da noch im Gegensatz zu der in der Rosenstraße, ne? Hatte ich auch mal eine Hütte so ein bisschen mit. Das ist leider ein bisschen angekokelt, ne? Bin eingeschlafen und die Kerzen brannten da. So. Ich mache gleich mal wieder an. Ich mache mal erstmal Pause jetzt, ne? Das hat keinen Sinn hier.